Hallo Leute, seid willkommen. Es geht mal wieder ums Farmen in dem Game Warframe. Wenn wir nämlich Materialien brauchen, wo und wie bekommen wir sie? Und zwar Namalon, welche die Form lebender Organe nachahmen. Von dort kamen wir an Drift auf Planet Deimos gelbe Läsion. Zeigen wir euch noch, wie sie aussehen und etc. Dann können wir doch hoffentlich alle Fragen beantworten. So, genau, ihr braucht den Plasma-Bohrer, um dann Erze zu farmen. Und hier haben wir auch in gelben Läsionen das Erz. Und wir hatten 9 Stück in 12 Minuten. Das ist eigentlich eine ganz gute Ausbeute. Da können wir jetzt eigentlich auch gar nicht klagen. Ihr solltet natürlich schon in der Nähe der Höhlen gucken. Da sind sie natürlich in den höheren Vorkommen auch zu finden. Genau, und sie wachsen nicht nur an Felsen, sondern hier an diesen Pflanzen. Da findet man sie. Insofern die Höhlen auch durchsichtig gestaltet sind. So ein bisschen hat man schon da bei den Stockwerken dann auch die Materialien zu finden. Ja, und genau. Man muss natürlich auch immer auf ein kleines Kämpfchen drauf aus sein. Das passiert natürlich. Und da ist nochmal der Planet Kammer und Drift auf dem Planeten Daimon. Da geht's rein, freie Erkundung. Man kann natürlich auch über den Nekralisten hinein starten. Das ist dann auch kein Problem. Da kommt man da ebenfalls raus. Und ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Und falls ihr noch Fragen habt, schreibt gerne was in die Kommentare. Ansonsten sage ich an der Stelle danke fürs Zuschauen. Und wer möchte, kann gerne ein Like da lassen oder besser noch den Kanal abonnieren. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wie gesagt, schreibt was in die Kommentare. Dann können wir gerne mal gucken, was vielleicht noch für Materialien benötigt werden und vielleicht auch darauf eingehen. Bis zum nächsten Mal.